Guten Abend und willkommen zum 11. Türchen von unserem Tausch-Adventskalender für die Meerschweinchen. Hallo! Jetzt ist Türchen 11 dran. Dann sind wir jetzt ja mal gespannt. Und drin ist... sind Rotkleeblüten. Rotkleeblüten? Rotkleeblüten. Blüten waren sie ja bisher noch nicht so der Fan, aber die hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir groß an Blüten hatten. Ringelblüten. Kornblumen hatten wir, aber das scheint zu munden. Ich wollte gerade sagen, Klee ist allgemein sehr beliebt. Nur Shiroi kann sich nicht entscheiden, ob sie es möchte. Ja, und Bumi und Hina sind da hinten. Hina ist, glaube ich, gerade gar nicht mit. Ja, die kommen gleich schon. Bumi! Ich habe mir gerade auch mehr Bock auf Heu. Ist wohl nicht so deren Favorite, außer der Nami ist wieder unser Müllschlucker. Die futtert wirklich alles. Ja, aber Klee ist eigentlich sehr beliebt, auch bei Meerschweinchen. Nur unsere hatten, glaube ich, noch keinen frischen probiert. Ja, okay. Und das sind ja quasi nur die Blüten davon. Getrocknet. Also Nami frisst echt alles. Ich bin echt beeindruckt. Ja. Was hat sich denn in dem Jahr getan? Ich habe keine Ahnung. Die frisst einfach alles. Mhm. Sie hätten lieber Heu. Die Bumi fordert lieber Heu und Hina ist lieber am Chillen. Ist lieber so, wie sie ist. Ja. Ich kann ja mal probieren, ob sie das so mögen aus der Hand. Na, kannst du machen. Also Bumi mag es nicht. Hina, du? Vielleicht mag Tina ja Blüten. Das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Ja, Müll kaputt sich. Ich glaube, Hina mag die. Ja. Hina ist die Blüten. Das erste Wiki, was Blüten mag. Der Nami futtert es halt auch. Ja, Hina isst das sogar ziemlich gerne. Hina verschlingt das gerade. Nur halt im Streubereich. Ja, sie traut sich halt nicht nach vorne. Also 2 von 5. Genau. Obwohl Nami, können wir die noch mitzählen? Ja. Die frisst ja alles. Da müsste man dir jetzt schon mehr Auswahl geben, um zu gucken, ob sie es wirklich gerne mag oder ob sie es einfach nur isst, weil es da ist. Stimmt, wenn wir da eine Schale grünen Hafer jetzt nebenlegen, meinst du, sie mag dir lieber grünen Hafer oder den Klee? Dann glaube ich eher den grünen Hafer. Ja, das glaube ich auch. Na gut, dann gucken wir mal, was morgen in der 12 drin ist und genau. Ja, danke fürs Zuschauen und bis dann. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.